Na gut, aber wir wechseln ganz vorsichtig. Stell dich hier ganz dicht neben mich. Bist du bereit? Ja. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Geht's? Ja, aber ich glaube, du musst dich beeilen. Schon bald kam Atlas mit den Äpfeln in einem Korb zu Herkules zurück. Aber er dachte gar nicht daran, den Himmel wieder auf seine Schultern zu nehmen. Er hatte sich auf dem Rückweg vom Heiligen Garten seinen eigenen Plan ausgedacht. Ah, da bist du ja endlich. Ja, und weißt du, ich habe mir da was überlegt. Erzähl's mir, aber nimm mir erst den Himmel von den Schultern, ja? Genau, das mache ich nämlich nicht. Ich werde die Äpfel zu Eurystheus bringen. Ich bin ein Titan und reise viel schneller als du. Jetzt guck nicht so. Ich habe den Himmel so lange getragen. Ich finde, es ist einfach Zeit für eine Abwechslung. Soll ich Eurystheus was von dir ausrichten? Sag ihm einfach viele Grüße. Mache ich doch gerne. Ich dachte schon, du wärst sauer, weil du jetzt an meiner Stelle den Himmel tragen musst. Ach was, du hast ja völlig recht. Ein paar Jahrhunderte der eine, ein paar der andere. Aber weißt du was, in meinem Schuh, im linken, ist ein Steinchen, das mich schrecklich drückt. Kannst du für eine Minute die Last des Himmels übernehmen, damit ich meinen Schuh ausziehen und dieses verdammte Steinchen herausnehmen kann? Ja, natürlich. Das mache ich doch gern. Wo willst du denn hin? Herkules nahm den Korb mit den goldenen Äpfeln, entschuldigte sich bei Atlas und schleppte ihn vom Ende der Welt zurück durch die Wüste, über das Meer, den ganzen weiten, weiten Weg, bis er endlich wieder in Tyrens ankam.